Yes, me amo Gamma Fall, me habla español ni segundo como, yes. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. No, it might be nice to join the Runde Timulia 1v1s. Und ich habe heute mal wieder kein Thema anzusprechen. Ich weiß auch nicht, viele YouTuber denken, man muss immer mindestens irgendwie ein Thema ansprechen pro Aufnahme, sonst keine Ahnung was, sonst tötet man einen oder so. Aber ich finde, ob und wenn ja, wie oft du irgendein Thema ansprichst, ist einigermaßen egal eigentlich. Das wäre ein bisschen sad gewesen, wäre da jetzt mein Schwert down gegangen. Boah, nach 8 Stunden hat das auch mal endlich geschafft, wieder hochzukommen. Finde ich echt korrekt von dem Dude. Der gibt mir durchaus. By the way, DT hat gesagt, er möchte gerne eine Montage von mir sehen und ich verrecke. Easy. So, und dazu muss ich sagen, da ich glaube, also ich bin, glaube ich, nicht so gut, was Montagen angeht. Deshalb geht der Typ mir ultra auf den Sack mit seinem scheiß Rot-Spam. Also ich bin echt nicht so gut, was Montagen angeht. Deshalb lasse ich das mal lieber. Das ist sonst wahrscheinlich einfach nur Cancer für euch anzuschauen. Oh, heute in der Schule, das war so sad. Ich dachte, wir hätten Freitag. Ey, was kann der außer Spam? Ohne Witz. Fotze. Ohne Witz, wie kann man so low spielen? So, HGW, deine Taktik ist Ultra und Flieg. Ich glaube, das ist so ein guter alter typischer Steve, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, man sollte Steves ja auch nicht unterschätzen von vornherein, sondern erst im Nachhinein. By the way, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ultra gerne mal mein Social Media abchecken. Der Typ kommt mir ein bisschen unlegit vor, aber ich bin mir nicht sicher. Da werdet ihr zum Beispiel auf Twitter immer informiert, wenn ich ein neues Video von der Nassigkeit her hochgeladen habe. Fick dich. Nice. Geil. Gönnung. Dieser Server laggt schon nicht oder so, ne? So, also da auf Twitter erfahrt ihr zum Beispiel immer, wenn ein Video released wird, und auf Instagram erfahrt ihr zum Beispiel immer, wenn mein Video rendert. Aua. Respekt an dich jetzt mal an der Stelle. So, ja, gut, das wird jetzt auf jeden Fall der letzte Fight. Auf Insta seht ihr halt immer so, wenn ein Video rendert oder sowas, oder generell einfach mal immer sowas aus meiner Story. Und ja, ihr könnt auch gerne mal die Glocke anmachen oder generell Instagram ist eine Alternative, wenn ihr da einigermaßen aktiv seid, weil auf Insta in einer Story oder auf oder halt auf YouTube, wenn ihr die Glocke anhabt, erfahrt ihr dann immer direkt, wenn ich einen Stream oder irgendwas in die Richtung gehend gestartet habe. Beziehungsweise, was geht noch in die Richtung eines Streams außer einem Stream? Fällt mir jetzt per se nichts ein. Also, ja, würde ich mal sagen, immer wenn ich einen Stream gestartet habe, bekommt ihr da eine richtig tolle Info. So, alle, die bis hier geschaut haben, können mal irgendeinen, sagen wir mal, Fade, schreibt ihr mal in die Kommentare. Ich habe gerade mein Spotify offen, meinen Monitor offen, deshalb. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über 39 Likes, 75 Abos und 4300 Kommentare freuen. Schaffen wir das? Also, von jeder einzelnen Person, ne? Ich glaube, das ist klar. Okay, ich hoffe, wir sehen uns morgen um 9 Uhr wieder. Schaut mal gerne vorbei. Ich streame öfter mal so einfach lockern, ne? Habe ich schon erklärt. Bis dahin. Ciao.